Die Bundestagswahl rückt spürbar näher. Trotz breiter Informationen in den Medien bleiben noch viele Fragen unbeantwortet. Vor allem von denen, die jetzt noch nicht wählen können oder zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Um besonders diese jungen Menschen zu informieren, hatte die Dülmener Bürgerstiftung am Donnerstagabend in der Aula des Schulzentrums zu einer Podiumsdiskussion mit den Kandidaten von 5 Parteien aus dem Kreis Coesfeld eingeladen. Ja, die Bürgerstiftung Dülmen hat ein Format Politforum. In diesem Politforum versuchen wir, die Demokratiebestrebung junger Menschen zu stärken und zu unterstützen und zu fördern. Und dies ist unsere zweite Veranstaltung nach der Bürgermeisterwahl, jetzt Bundestagswahl. Und wir erwarten von den jungen Menschen, dass sie ihre Anliegen den Politikern vortragen und sozusagen in einen Diskurs mit der Politik gehen. Auf dem Podium mit dabei René Arning von der FDP, Marc Henrichmann von der CDU, Johannes Waldmann von der SPD, Dr. Anna-Monika Spalleck von den Grünen und Klaus Stegemann von der Partei Die Linke. Lehrer und Schüler des CBG hatten für die Diskussion Themenblöcke vorbereitet. Ja, zusammen mit der Bürgerstiftung im letzten Schuljahr schon eine Veranstaltung hier gehabt, und zwar im Rahmen des Politforums, was durch die Bürgerstiftung initiiert worden ist. Einfach Zusammenarbeit mit Schulen. Es geht darum, dass Schüler ein Projekt machen, ein politisches Projekt, in engen Diskurs eigentlich kommen mit Politikern. Und jetzt einfach zur Bundestagswahl hat sich das wieder angeboten, wieder so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das heißt, es ist dann wirklich in den Kursen von den Schülern vorbereitet worden. Die haben dort die Themen sich ausgesucht, die Fragen entwickelt. Und wir haben natürlich hier aus dem Kreis, Wahlkreis 127, die entsprechenden Kandidaten eingeladen, die Direktkandidaten. Ja, also tatsächlich moderieren es die Schülerinnen und Schüler auch selbst. Ganz demokratisch wird das natürlich auch von dem Kurs, dem ZK-Kurs, so wie in der Q2 abgestimmt. Und da kamen die Themen Rente raus, einmal natürlich auch in Zukunft. Trächtiges Thema, vor allem auch für die jüngeren Generationen wichtig. Klimaschutz wird das zweite Thema sein. Dann drittes Thema wird Umgang mit Extremismus sein. Links, aber auch rechts, und auch Antisemitismus wird eine Rolle spielen. Und als viertes wird internationale Politik eine Rolle spielen. Und da wird es sicherlich auch noch mal aktueller mit Afghanistan. Zunächst bekamen die Politiker Gelegenheit, sich in einer Vorstellungsrunde bekannt zu machen. Ich bin in Appenhülsen geboren, das ist auch im Kreis Coesfeld. Das wisst ihr wahrscheinlich alles, aber ich bin dann im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich komme aus Davidsberg und in meiner Freizeit fahre ich gerne Ski. Ich bin Fan von Schalke 04. Ich komme aus Habeck, habe eine 14-jährige Tochter, die mich auch regelmäßig auf den politischen Prüfstand stellt. Das ist dann immer so der Punkt, wo man merkt, dass man Politik nicht nur für sich machen sollte, was man auch nicht tut, sondern eben auch für die Generation danach. Ja, mein Name ist Beni Arnig, ich bin 29 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Söhne im Alter von 1 Jahr und 9 Jahren. Ich bin staatlich geprüfter Betriebswirt und arbeite zurzeit in einem Autohaus in der Marketingabteilung. Im ersten Themenblock wurde das Thema Rente angesprochen. Dazu gab es unterschiedliche Erläuterungen der Kandidaten, wie die Rente auf Dauer sicher gemacht werden kann. Wir wollen das Renteneintrittsalter flexibilisieren, dass man mit 60 Jahren in Rente gehen kann, wenn man möchte. Und dass man aber auch nach hinten raus sein Renteneintrittsalter verlängern kann, bis quasi ins Unermessliche. Also solange man arbeiten kann und möchte, soll man arbeiten dürfen. Und es gibt 2 Dinge. Also zum einen, wenn wir jetzt sehen, dass immer mehr Ältere in Rente gehen, weniger jüngere nachkommen, demografisch sehen wir das ja auch gerade, dann werden eben die Beitragseinnahmen geringer. Und das andere Problem ist dann eben das andere Ende der Schraube, dass wir eben uns die Frage stellen müssen, eben, wer kriegt am Ende was raus? Im zweiten Themenblock ging es um die Klimapolitik und den Ausstieg aus der Kohle. Wir müssen im Grunde unsere gesamten Lebensweisen umstellen. Alles, wofür wir aktuell Energie brauchen, ob zu Hause, für die Industrie, für die Fortbewegung, Mobilität, das werden wir zukünftig mit Strom machen. Entweder direkt oder zum Beispiel durch die Nutzung von grünem Wasserstoff in der Stahlerzeugung beispielsweise. Und das bedeutet erstmal, dass
die Analyse damit losgeht, dass der Strombedarf rasant ansteigen wird. Wir haben in der letzten grünen Bundesregierung das Erneuerbaren-Energien-Gesetz auf den Weg gebracht, den Ausbau der Windkraft, und alle haben am Anfang gelacht. Bei 5% gäbe es Blackout. Mehr als 5% könnten die erneuerbaren Energien nie schaffen. Und wir sind jetzt bei 50%. Regierungsfähig sind wir schon, weil wir einfach die richtigen Vorschläge für die Zukunft anbieten. Dies medial uns in Zweifel ziehen, also unsere Regierungsfähigkeit zu bezweifeln, weil wir die Bundeswehr sukzessive finanziell abbauen wollen und auch umwandeln und langfristig aus der NATO austreten wollen. Rund 2 Stunden dauerte die Podiumsdiskussion. Durch die unterschiedlichen Statements der Parteien konnten sich die Zuhörer ein eigenes Bild davon machen, welche Partei die persönlichen Erwartungen am besten erfüllt.